Telekinese DAX Aktienkurse befeuern Autor Dr. D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Dienstag, der 13. April 2021 und es ist jetzt genau 11.55 Uhr. Der DAX in Frankfurt dümpelt bereits seit etwa 10 Uhr immer nur seitwärts hin und her. Und ich möchte jetzt durch Telekinese den DAX mal etwas antreiben und mache das hier also live. Jetzt werden Sie fragen, wie ich dazu komme. Ich habe eben Fähigkeiten der Telekinese und habe es dieser Tage deutlich festgestellt. Sie wissen, ich bin seit 1962 Mitglied der CDU/CSU und jetzt dieser Tage haben wir ja die Auswahl, entweder den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen oder den von Bayern zum Kanzlerkandidaten zu machen. Ich gehöre zu den Leuten, die möchten, dass der Kanzlerkandidat Laschet aus Nordrhein-Westfalen wird und habe dieser Tage meine telekinesischen Fähigkeiten versucht zu benutzen und es hat so gut wie geklappt. Sie sehen, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist zum Kanzlerkandidaten der CDU/CSU gekürt, trotz erheblicher Widerstände seines Gegenspielers aus Bayern. Und so mache ich das heute mal oder versuche es live mit dem DAX-Aktienkurs zu machen. Der DAX steht jetzt nach ständigem sehr kleinen Auf und Ab auf 15.262 Punkten. Jetzt ist genau 11.55 Uhr und ich möchte, dass der DAX steigt. Jetzt schalte ich meine telekinetischen Fähigkeiten an und warten wir mal ein paar Minuten, ob ich Erfolg haben kann. Sie sehen, der Stadt-DAX steigt inzwischen auf 15.263 Punkte und fällt danach sofort wieder auf 15.262 Punkte zurück. Ich bezeichne das jetzt als Anlaufschwierigkeiten. Jetzt ist der DAX bereits gestiegen auf 15.264. Fällt wieder zurück auf 15.263 Punkten, aber ich spüre es, die telekinetischen Fähigkeiten fangen derzeit an zu wirken. Und jetzt steht der DAX auf einmal auf 15.269 Punkten, jetzt sogar auf 15.270 Punkten und hat somit durch die Telekinetik einen riesengroßen Sprung gemacht. Und Sie sehen, der DAX steigt, er steigt inzwischen auf 15.272 Punkten, fällt aber wieder zurück auf 15.271 Punkte, aber das ist eben normal. Und jetzt sehen Sie, er steigt wieder etwas, er steigt auf 15.275 Punkte, fällt aber gleich wieder zurück auf 15.273 Punkte, aber es funktioniert eben mit der Telekinese und ich möchte jetzt nach wenigen Minuten aufhören. Ich habe somit den DAX angeschoben von 15.263 Punkte auf 15.273 Punkte und streiche jetzt schnell den Gewinn ein, den ich durch meine Telekinese an der Börse gemacht habe. Schauen Sie sich dieses Video genau an, Sie sehen, es funktioniert. Nochmal, alles ist live, wir haben jetzt Dienstag, den 13. April 2021 und ich habe mit der Telekinese genau um 11.55 Uhr begonnen und den DAX um 10 Punkte angeschoben, nachdem der DAX vorher über 2 Stunden lang immer nur auf der Stelle getreten ist.